Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir die Hauptmission ein bisschen fortgesetzt und sind einigen Leuten begegnet, wie zum Beispiel diesen einen Typen, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, der irgendwie der Anführer von der Spirius AG oder Spiritus AG ist. Und Ivar haben wir auch wieder getroffen, der irgendwie voll cool aussah, was ich irgendwie voll blöd fand. Was ist das noch aus dem geworden? Jedenfalls, wir haben wieder eine Menge Quests angenommen. Wir müssen Katzen suchen. Ja, eine Katzen, die haben wir auch noch getroffen. Jetzt müssen wir Katzen suchen. Und ja, also einige andere Quests haben wir auch noch. So, gucken wir mal, was wir alles noch. Ich werde jetzt erstmal ein paar neue Ausrüstungen zu kaufen. Weil, warum nicht? Verkaufen werde ich natürlich wieder nichts wie im letzten Teil. So, Jude, du bekommst wieder wie im ersten Teil so Panzerausrüstung. Und den Fehler haben sie immer noch nicht behoben. So, du hast Trenchcoats an. Das heißt, ich mache weiter damit. Ein Ledermantel. Weil wir bekommen wieder richtig viel Geld, also warum nicht? So, ich möchte Jude damit ausrüsten, bitte. Warum? Wer ist das? War der nicht? Na egal. Matt, du hast normal so Strickmützen an? Okay, dann kaufen wir dich doch ohne Strohhüte. Muss mal gerade gucken, ob ich überhaupt aufgenommen habe. Er ist doch jetzt hier, oder? Da ist es Jude, warte mal. Doch, jetzt ist Jude, mein Gott. Was warst du nicht denn? Okay, muss schon sagen. Ich habe doch einen runden Stroh, ich Idiot. Ah. Faktisch Black. Ah. Zack. Alles klar. So, dann machen wir nach dieser Verzögerung weiter. Hab ich nicht auch Zube irgendwie mal bekommen? Nee, egal. Lassen wir erstmal. Wir müssen Katzen suchen. Wenn ich jetzt noch wüsste, was wir machen müssen. Wo wir hingehen müssen und so weiter und so fort. Katzendichtung. In Duval. Or Triglav. Sie liebt Züge. Okay, das heißt am Bahnhof, nehme ich mal an. Wo ist der? Da oben, ne? Nee. Oh, der verkackte Bahnhof. Ernsthaft, wo war der Bahnhof? Ich weiß ja nicht mehr. Sollte man langsam mal kennen. Ich glaube hier, ne? Was? Oh! Dein, ne? Ich weiß es doch nicht mehr, Mann. Ja, hier bin ich richtig, glaube ich. Wir können jetzt auch dahin gehen, okay. Das ist schön. Da ist das Hauptquartier, nehme ich mal an, von diesen Typen. Sehr schön. Erstmal tun wir wieder Nebenquests machen. Okay. Hier soll sich eine Katze befinden. Kann man miauen hören? Hallöchen. Ich bin doch ein Schweigliff, oder? Ja. Ist irgendwie eine Katze auf Nerven gegangen. Wer steckt denn in Terroranschlägen? Warte mal, ich habe gerade was gehört. Ich habe eine Katze gehört. Wo ist sie? Wo ist die? Warte mal, ich höre doch irgendwo eine. Da ist sie. Zuzu gefangen. Zuzus Halsband. Sehr schön. So, erste Katze haben wir gefangen. Für noch drei. Zwei. Die zweite war in. Luke. Wo ist Luke? Mein Kater Luke in Duval. Alles klar. Duval, da muss ich nach Duval. Macht Sinn, ne?
Duval Hauptbahnhof. Okay, Duval ist nicht so groß. Also werden wir ja wohl schnell finden. Stand da noch irgendwas anderes? Duval. Er mag hohe Orte und ist etwas langsam. Okay, hohe Orte. Ach, ich kann mir bestimmt schon vorstellen, da irgendwo bei der Treppe, ne? Eine einfache Frage. Wow, look at all the different shops. Duval is a market town. They say you can buy just about anything here. Huh. Everyone's yelling about how cheap their stuff is. How much lower are the prices here? So niedrig, dass sie bluten. Ach, nur ein bisschen niedriger. Wo soll ich das denn wissen? Ach, nur ein bisschen niedriger. Only a little? Why? Well, I'm sure they try to make them as cheap as possible. But, you know, there are larger issues. Hm. I know how to make things cheaper. You gotta cut the prices yourself. You mean by haggling with them? I've seen people do it, but I've never tried it myself. Is that what they call it? You shouldn't be afraid to try it. It's really easy. You just take the corner of the price tag and rip. What? Huh? Elle, you can't just tear a digit off the price tag. That's not haggling at all. Ja, das ist Schulden. Ja, ne. Kann ich hier auch meine Dings abgeben? Okay. Und Kitty Crisps. Verstehe ich irgendwie nicht, was sind diese Kitty Chris? Ich kurz die Rückkehrzeit von Katzenkurieren um 10%. Okay, so bestimmt hier ist er, ne? Hey Luke, er sieht sogar so aus wie Lukes Halsband. Er macht ein Adliger hier, der Luke von Fabre. So, ja, damit noch mehr Kitty Crisps. So, Kitty Crisps. Warte mal noch hier. Was kann ich denn noch abgeben? Gar nichts. Vernichten Erdmandragora. Okay, vernichten. Das klingt sehr hart. Ach, kann ich nicht. Kann ich nicht, glaube ich. Nee, kann ich nicht. Mindstrong, klein. Das hätte geschehen können. Das sieht schon wieder nach einer sehr schwierigen aus oder sehr ergiebigen. Warum nehme ich die ja nicht an? Keine Ahnung. So, dann nehmen wir erstmal die alle. Warte mal, Elite-Monster. Wo waren die nochmal gesichtet? Alles Höhenstraße. Wo ist die? Okay, versuchen wir mal. Ich speichere mal. Ich habe so das Gefühl, wir kriegen voll aufs Maul. Sie aber der letzte Bosskampf ausgegangen ist. So, aber ich habe bessere Rüstung und Ausrüstung und ja. Wird schon gehen irgendwie. Ich habe aber schon wieder vergessen, wie das Ding aussieht. Ah! Elementarerz. Ja, damit. Geh weg. Geh weg. Ich kann mir gar nicht vorstellen. Oh, Kitty Chris. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das so schwer ist, hier Geld und sowas alles zu sammeln hier. Ich meine, du kannst ja hier alles irgendwie einheimsen. Ich meine, in kürzester Zeit auch noch, ey. Gucken wir dazu später wird. Man wirklich so im 5er, 6er Bereich irgendwie so Punkte haben muss. Wenn man zum Beispiel das ganze Spiel lang immer nur 4 oder 5 nach einem Kampf bekommt, dann könnte das schon ganz schön schwierig werden, Dinge aufzuleveln. Die... Ich treffe die Dinger manchmal nicht, was soll das? So, jetzt geht's aus dem Maul. Ich bin im Pyjama. Ich glaube bloß nicht, dass ich... dann schwächer bin oder so. Ich bekomme die maximale Stärke und so. Irgend so ein Mist. So, zack. Bams. Aber. Kann ich überhaupt irgendeinen Angriff in der Luft einsetzen? Ich glaube nicht, ey. Aber ich kann das einsetzen. Das ist gut. Im Moment hauen wir die Gegner voll weg. Kritische Treffer und AZ.
Es ist leichter, einen kritischen Treffer zu landen, wenn du deinen Feind von hinten angreifst. Kritische Treffer verursachen mehr Schaden und erhöhen vorübergehend deinen maximaler Z. Umgekehrt erleidest du mit größeren Wahrscheinlichkeit einen kritischen Treffer, wenn du von hinten angegriffen wirst. Wenn ein Feind einen kritischen Treffer landet, verlierst du alle vorübergehenden AZ-Boni. Pass also auf dich auf. Okay. Was? Hilfe! Nein! FP plus 2 stand auf jeden Fall bei Jude, wenn ich mich nicht irre. Boah, Kampfsystem macht so richtig geil Bock. Sehr schön. So, komm her. Und zack. Und zack. Nothing can stop us. Yeah. Sehr schön. Verbundene Art-Serien regeln. Bei einem verbundenen Art-Serien kannst du nicht zweimal hintereinander dasselbe verbundene Art verwenden. Aber man kann die auch sonst. Wenn du die Arts aber fortwährend wechselst, kannst du jedes verbundene Art innerhalb einer Serie beliebig auch verwenden. Oh geil. Richtig, das ist ja richtig nice dann. Wenn du außerdem Kombos verwendest und dabei deine Verbindungspartner wechselst, kannst du deine Kombo-Anzahl um ein Vielfaches steigern. Titel fast freigeschaltet. AZ-Bonus. Anfänger. Ist ja richtig geil dann. Verbindungsfreund. Kammerjäger. Anfänger. Vitalität plus 2. Nehmen wir lieber das hier. Warte mal, habe ich das schon erledigt? Fangen die Katze, besiege Erdmandragora. Hä? Ja, ich werde schon irgendwie heraussehen können, was hier wichtig ist und was nicht. Ja. Auf dem Rückweg kriege ich das. Dank des Lebens, gut. Ich bin so blöd, mir irgendwelche zu holen. Nur kriege ich die in den Rachen geschoben. Wo ist... Was zum... Oh mein Gott, das Viech ist riesig. Was? 51! Kriegen wir den überhaupt kaputt? Der sieht mir doch ein bisschen stark aus. Obwohl, der macht nicht so viel Schaden. Okay, den kriegen wir. Mein Gott. Weil das Viech so groß ist, ey. Das gibt's doch nicht. Alter. Oh, die Musik, die ist geil. Was zum... Au! Ach du Scheiße! Aha. Oh! Ich vergaß. Jude, kannst du mal Heiler einsetzen, bitte? Warum nicht? Komm mal her. Hier. Meint du kannst das Ding? Okay. Oh nein, aua. Oh Gott. Dieser Angriff, der gefällt mir nicht. Der Angriff gefällt mir überhaupt nicht. Jude, ich brauche Hilfe. Danke. Okay, das Viech, das ist richtig stark. Ja, warum setzt du das jetzt ein? Ich bin nicht mal in der Nähe. Was war das? Ich habe irgendwas Gutes gemacht. So, komm her. Ich kann hier nicht mehrmals hintereinander einsetzen. Da haben wir einen vermisst. Boah, der ist ja leicht tot. Wie ist denn das passiert? Haben Sie gesehen, wie geht denn das? Richtig schön. So, komm her. Oh nein. Okay, abwehren ist doch eine gute Idee. Gegen das Viech. Aua. Ja, verdammt, ich habe mich fallen lassen sollen. Aber Jude kann mich ja wieder auf helfen. Jude, Hilfe! Hilfe! Jude, heil mich bitte. Was machst du da? Ja. Komm mal näher.
Verdammt, gibt's doch nicht. Und weg bist du. Nicht. Oh, was? Nein. Gibt's doch nicht. Verreck. Oh Gott, er hat noch viel zu viel AP, sehe ich gerade. Warte mal, Jude. Nee, okay. Ich dachte, er macht ein Dingens. Einen Wiederbelebung. Dinger. Dingens, ihr wisst schon. Jude, hilf mir mal, ich brauche Heilung. Das gibt's doch nicht. Hilfe! Irgendwie läuft hier nicht alles so nach Plan. Oh, verdammter Dreck. Aha! Ich muss. Danke. So, komm jetzt her. Wenn ich manuell hier heilen muss, ey. Aua. Komm her. Komm her. Mein Gott, der Angriff, ne? Oh Gott. Vergiss nicht, ich krieg die paar AP nicht mehr abgezogen. Aua. Warte. Oh nein, willst du mich verarschen? Oh gut, gut, danke, danke. Noch mehr. Ich wollte noch mehr. Komm her. Okay, okay. Ach, du hast keine TP mehr. Ich will mich auf den Arm nehmen. Jude, hau ihn kaputt. Ich lenke ihn ab. Jawohl, gut. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Sticheleien. Jede Figur hat ihre eigene Stichelei, die mit Eltern verwendet werden kann. Eine Stichelei einzusetzen macht dich verletzlich, stellt aber auch einen Teil deiner TP wieder. Ja, jede Figur und jede Fertigkeit kann einen unterschiedlichen Effekt erzielen. Wenn Sticheleien verwendet werden, du solltest im Kampf also den größtmöglichen Nutzen aus ihnen ziehen. Okay, was auch immer. Okay, lass das Shoot machen, der ist Arzt. Boah. Nein! Ich brauche Heilung. Ja. Was im Pyjama, ey. Alles klar. Fertigkeiten. Wer du, ne? Beweglichkeit. Her damit. Eieiei. Das ging noch mal gerade so gut. So, was haben wir denn noch hier? Besiege alles Pflanze mal 2. Wollte Katze. Alles Höhenstraße, okay, alles Pflanze. Sagt die da? Ich glaube schon, ne? Na, komm mal her, du. Oh nein, da sind jetzt mehrere, glaube ich. Alles Pflanze, gut. Du brauchst ein paar TP. So also ganz nebenbei. So, komm her. Komm her. Okay, ich mach Jude steuern, damit er mal TP bekommt. Resistenz und Angriff-Attribute. Oft entspricht das Angriffsattribut eines Gegners seinen Resistenzen-Attribut, das bei 1 eingesehen werden kann. Stelle rechtzeitig sicher, dass du nicht nur Angriffe ausführen kannst, die auf Schwachstellen deines Gegners abziehen, sondern dich zudem auch vor magischen Krankheiten schützen kannst, die auf einen Angriff-Attribut basieren. Hä? Auftrag kann als erledigt. Was? Habe ich schon einen erledigt? Ich komme langsam richtig durcheinander. Mangel die Katze habe ich. Ach, das ist jetzt wahrscheinlich ja. Siege Erdmandragora. Wollte Katze mal 5. Okay. Erdmandragora. Ich gehe jetzt einfach mal zurück nach Dingens und guck, was da passiert ist. Aber vorher nehme ich das hier noch mit. Fällt mir noch ein, die müssen doch jetzt schon wieder was Neues gelernt haben, ne? Zur Schneide. Oh. Stimmt. Geschicklichkeit, schonungslose Kraft. Was ist schonungslose Kraft? Ja. Und hast du mit schonungslose, mit Kieselstein kommen? Hm. Erholungsring, das ist ja der Dingens hier entfernt, ne? Staatsveränderung. Ja. Dann weiß ich nicht.
Hatte ich jetzt mit ihnen ausgerüstet, das hier, ne? Okay, mach mal das. Sehr schön. Mal gucken. Ich muss jetzt erstmal wieder nachgucken, was wir alles erledigt haben und was passiert ist und was auch immer. Wenn ich nicht so durcheinander komme. Fällt auf, wir laufen immer nur mit zwei Charakteren herum, ne? Im ersten Teil sind wir ja schon relativ früh mit einer halbvollen Truppe hier durch die Gegend gelaufen. Okay, wie lange spielen wir schon? 3 Stunden, okay. Ich bin schon 1 Stunde am Aufnehmen, was? Sehr schön. Aber naja, so passiert das halt. So, mal gucken, was wir jetzt alles erledigt haben. Obwohl, ich sollte vielleicht erstmal wieder Geld zahlen, weil dann wird schon wieder mein Geld hier eingefordert. Ja, nehmen wir das hier einfach. Ich habe dir sowieso nicht zugehört. Okay. Folgendes Elite-Monster besiegt. Scorpactus. What the fuck? Okay, der hatte es schon in sich. Okay, nächste Zahlung ist 4000. Meinetwegen hier. Hör auf mit den Abkürzungen. Gut. Was? Da muss ich auch noch entscheiden. Helioborg, das kenne ich doch sogar aus dem ersten Teil, oder? Ich würde sagen, dann nehmen wir auch Helioborg. Weil das kenne ich als erstes. Vielleicht kam Marksburg auch vor, aber ich kann mich nicht erinnern. Der hat so eine Tipo-Anstecknadel am Kopf. Okay. Was auch immer. Okay. In Arbeit bricht. Was? Ich habe noch keine? So, in Arbeit. Den muss ich. Atorbulan Höhenstraße sehe ich gerade. Haben wir noch irgendwas hier, was ich abgeben kann? Ex-Machina Whisky, okay. Alles Höhenstraße. Ich habe doch keinen Bock. Schon wieder. Alles Quacker. Wiederholen die sich irgendwie? Ich gehe jetzt mal zu dieser Turbo, was weiß ich, Höhenstraße. Tomatenomelette klein. Ort Wyclef Hauptbahnhof. Ja, warten wir damit. Sonnenstrahl mal 1. So, wo ist die letzte Katze nochmal? Meine Katze wurde gesehen, und zwar in Richtung Westen. Sie treibt sich wohl zwischen Felsen herum. Boah, muss ich schon wieder dahin. Torbalan-Höhenstraße. Torbalan-Höhenstraße. So, Katzenkurier, zeig mal. Kitty Crisps. Ach so, ich kann die auch so schicken. Okay. Triglip. Ja, genau, weg mit dem Ding. Wie lange dauert das jetzt? Da war so ein Ding in so einem Balken, ne? Katzen 3, okay, das hängt davon ab, wie viele Katzen ich habe. So, jetzt habe ich nochmal dahin gehen. Um die Dingens hier. Ach, scheiß auf. Um die Katze zu finden.
Oh Gott. Unser AP und so. Aha, geh weg. Ich will euch nicht. Oh Gott, Jude. Ich brauche deine Hilfe. Oh, du brauchst auch Hilfe, sehe ich gerade. So, aua. Hilfe! Hilfe! Zack, und weg mit euch. Nein! Eieiei. Umgang mit magischen Krankheiten. Magische Krankheiten klingen nach einem gewissen Zeitraum von selber wieder ab. Durch das Ausführen spezieller Aktionen für jede Krankheit kannst du ihren Heildauer verkürzen. Außerdem kannst du dich durch das Ausrüsten von Zubehör, das Krankheiten vorbeugt oder feindliche Angriffe abwehrt, vor Krankheiten schützen. Macht Sinn. Wir brauchen einen Heiler. Das ist das, was wir brauchen. Oh, ich kann nur einen heilen. Gut, komm mal her. Oh, ich kann auch links wechseln. So, wir kriegen ja immer Geld reingeschmissen. Zwischen Felsen soll sich das Viech verstecken. Mein Gott, 10 Stück was. Zwischen Felsen. Ich würde mal sagen, im nächsten Gebiet irgendwo. Hat ein Art erlernt, jawohl. Was denn? Erholungsring, super. Und jetzt verborgenes Ziel. Den Feind verspottet hast. Das braucht kein Schwein. Nimmst du Kieselstein? Wirklich gar nicht, jawohl. Zwischen Felsen. Felsen. Weiß ich nicht. Wo könnte sich das befinden? Ich würde mal sagen, irgendwo da. Mich ja wegen so einer verdammten Katze ausschalten, ey. Geh weg. Geh weg. Irgendwo hier. Das ist so zwischen Felsen, oder? Ich mir vorstellen, jedenfalls auf dem Miauen auch achten. Sehr schön. Kann auch sein, dass die irgendwo in so einem Loch drin ist, ne? Ja, eine Katze möchte ich jetzt noch finden. Warte mal, ich mach mal ein bisschen lauter, damit ich auch hören würde. Wie sieht denn hier aus? Warte mal, ich hab's gehört. Wo ist sie? Ich hab's ja gehört. Wo? Ah! So. So, was hier? Oh Gott, dauert das lang. Tut mal ein paar TP farm. Okay, gut. Auf der Flucht, Anfänger, ja super. Ich höre sie, wo ist sie? Da! Ruby gefangen, Rubys Halsband, sehr schön. So, kann ich jetzt auch... Ich will schnell reisen können, ne. Ja, würde ich sagen, wir gehen jetzt... zurück nach Triglav. Ne, Duval, meine ich. Und tun die letzten Quests abgeben und dann beenden wir den Part und dann, weiß ich nicht, gehen wir in der nächsten Folge mal nachschauen, was passiert in dem nächsten Gebiet. Wein müssen, wo auch immer das ist. Hab schon mehr Namen vergessen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Jedenfalls gehen wir dahin, ja. Wie sieht es eigentlich jetzt aus mit dem Katzenkurier? Okay. Hätte er sein können. Ja, so Crisps einsetzen können, aber ja. Wo ich nicht weiß, wie das funktioniert und so, ganz bestimmt nicht. So, wir haben Ruby gefunden. Wo
Brauche ich noch eine Rose, Ruby Rose. So. Und wieder Kitty Crisps. So, haben wir hier irgendwie was? Nee, ne? Schade, okay, dann weiß ich nicht. Gehen wir in der nächsten Folge mal zum nach Triglyph und tun da, mal sehen, da keine Klamotten und gehen da mal, ja, weiß ich nicht, zum anderen Gebiet. Also wir sehen uns dann in Triglyph irgendwo da am Speicherpunkt. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2 und ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss.